So, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge von Vertorio. Hier bauen wir schon mal ein bisschen aus. Erhöhen hier mal den maximalen Strom. Noch sollten wir alles haben. Uns werden wahrscheinlich die Produktivitätsmodule ausgehen, aber das ist erstmal nicht so schlimm. Davon haben wir ja hier oben mehr als genug gelagert. Bin froh, dass wir endlich von diesen ganzen Kämpfen, Mauern bauen, erstmal ein bisschen befreit sind. Auch wenn wir es wirklich noch dringend machen müssen. Aber da eine kurze Verschnaufpause zu bekommen, ist ganz schön. Das hatte ich, glaube ich, hier drüben vergessen, oder? Ja. Hier haben wir sie. Arbeiten nicht ganz alle. Auch nicht. Eigentlich müssten wir das mal upgraden. Ich glaube, da habe ich wirklich fast alles an Rubis gebraucht, die ich hatte. Da wird das Inventar auch gut voll. Na kommt, ladet euch auf.
Ja, kommt schon. Habe ich so viele von ihnen geholt und verputzel die, bevor ich überhaupt arbeite. Krass. Aber es muss ja eh alles irgendwann mal umgebaut werden auf Produktivität, sonst verschwenden wir so viele Erze. Und mit verschwenden meine ich, ich muss öfters Felder anschließen und das möchte ich wirklich nicht. Je länger die halten, desto besser. Und was das an Strom frisst, ist mir eigentlich vollkommen egal. hallo, Stimmen. Zweiundsiebzig. Krass. Dann lasse ich mich mal am besten wieder auffüllen. Na kommt. Ihr seid so viele, ihr werdet das ja wohl irgendwie hinkriegen, mich zu entleeren. Strombedarf steigt natürlich. Klar. Da sind schon drei Kisten leer, einfach mal so. Das dauert mir jetzt zu lange mit euch. Und wo die Tür von sonst wo losgeschickt? Und irgendwie muss ich hier noch ein bisschen was raufleiten lassen, glaube ich. Gut, und damit ist eigentlich der Bahnhof hier eigentlich auch Geschichte. Ich glaube, die kann ich alle abreißen. Ich werde alles in die Basis reinleiten und muss irgendwo noch mal so einen Klotz hinbauen. Ja, ich wollte kopieren. So. Keine Sorge, ich habe das nicht vergessen mit dem Produktivitätsmodul.
könnte ich zwar fast aber hängen. So. Tschüss. Du bist nicht mehr benötigt. Ja. Ich hoffe, dass mit der Verdopplung des Stahls wir nicht nur eine Verdopplung von Fläschchen hinkriegen. Sondern dass wir so ein bisschen mehr daraus ziehen können. So, wie viel forderst du in 96 aus? Schon mal sehr gut. Die können ja auch schon mal voll beliefert werden. Jetzt zieht wahrscheinlich die jetzt hier fast alle wieder weg, aber passt schon. Beeilt euch mal. Hätte ich diesen Mega-Beacon-Mod drauf, hätte ich da wahrscheinlich einfach noch ein Beacon hingestellt mit zwei Geschwindigkeitsmodulen und dann wäre auch gut gewesen. Der hätte da, glaube ich, fast alles abgedeckt. Oder zwei. Gut, dann ist definitiv zu wenig. Ich glaube, hier muss erstmal aufgeräumt werden, so ein bisschen. So. Glaube ich, kann ich so ganz gut hinsetzen. Das muss weiter nach oben.
Eigentlich könnte ich mein Inventar wieder was herstellen lassen. Davon einfach noch ein paar. Davon habe ich genug. Warte, 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 warte. Ach so. Soll ich irgendwie der Strom ausgegangen? Okay, da muss ich mich jetzt mal dringend drum kümmern. Gleich einen Zug an und der hält irgendwo ganz komisch an und den muss ich dann manuell nochmal entladen lassen. Ist es nicht? Wo ist es? Nein, manuell. So. Katastrophe abgewendet, sehr gut. Hatte ich da jetzt alles beendet? Ich weiß es gar nicht. Glaube, ich wollte unten schon mal anfangen auszubauen, aber... Thank you.
So. So. Und schon kommt hier nochmal ein ganzer Haufen mehr Krams. Ach ja, ich wollte das kopieren und so weiter. Ah, jetzt weiß ich, was ich noch wollte. So. Da mir bestimmt sowieso noch irgendwas fehlt, zum Beispiel Greifarme, würde ich sagen, platziere ich erstmal so viel, wie ich habe. Und dann hole ich mir nochmal Nachschub. Aber wie ich sehe, sind wir schon wieder am Ende einer Folge. Beim nächsten Mal bauen wir das hier zu Ende. Und uiuiui. Und ich werde wahrscheinlich zwischendurch was essen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.